Hallo und willkommen zu einer Episode von Islam Info. Heute geht es um den Allah, den Gott im Islam, der nichts braucht, aber dem wohl nach etwas gelüstet. Laut Informationen, die man in den Texten des Islam findet, wurde dieser Gott weder geboren noch erschaffen und ist eine in sich selbst erhaltende Gottheit, die schon immer existiert hat und nichts braucht. Trotzdem scheint dieser Gott Gelüste zu haben. Es wird kein Universum gebraucht, also wird ein Universum erschaffen. Oder mehrere. Genau wissen wir es ja nicht. Es werden keine Sonnen, Planeten oder Monde gebraucht, aber es werden Sonnen, Planeten und Monde erschaffen. Und noch mehr Sonnen und noch mehr Planeten und noch mehr Monde. Und noch mehr Sonnen, Planeten und Monde. So lange, bis eine ganze Galaxie voll ist mit Sonnen, Planeten und Monden, die nicht gebraucht werden. Dann werden weitere Galaxien erschaffen. Mit Millionen, Milliarden von Sonnen, Planeten und Monden, die nicht gebraucht werden. Und dann wird zumindest in einer dieser Galaxien, in einer dieser Sonnensystemen, auf einem dieser Planeten, werden Lebewesen erschaffen, werden Djinn erschaffen aus Feuer. Dann kommen noch Pilze, Pflanzen und Tiere dazu, darunter auch Menschen, weil diese Menschen dazu da sind, dass sie diesem Schöpfer dienen oder dass sie diesen Schöpfer anbeten. Aber warum kreiert der Allah im Islam ständig etwas, was nicht gebraucht wird? Sind dies lediglich Gelüste? Daher auch wieder laut Islamquellen, nur einer von 1000 Menschen nicht in der Hölle landet. Wäre es besser, Menschen würden nicht erschaffen werden? Oder so erschaffen, dass keiner für immer in der Hölle landet? Die, die bei einem gütigen und barmherzigen Gott auch gar nicht gebraucht werden würde und trotzdem erschaffen wird. Ist das ein Gelüst dieses Gottes? Bis bald wieder in einem Islam-Info-Video. Ciao for now.